brauche heute nicht mal zu. Nee? Nee. Sonnenschein. Guck mal, habe ich das nicht toll gemacht? Warum liest du das immer ab? Kannst du das nicht auswendig? Mir reicht die Zeit zum Lernen. Ich bin hallo Borg, Heide, hallo Welt. Da sind wir wieder. Einmal der Matze. Warum doch der ungelernte hier? Matze hier. Hallo. Und, ja, der Ding da. Und ich, Lutze. Wir haben nichts mit X. Macht auch nichts. Matze hat schon hier die Feuerwehr rausgesucht. Ja. Wir haben eine Feuerwehr am Ort. Das ist schön. Ja, die ist ständig unterwegs, alle Nase lang. Danke. Denn heute war schon wieder irgendwo was mit Gas. Haben Gas gegeben, kräftig, in Borgwalde. Irgendwer hat Gas gegeben und da musste die Feuerwehr hin. Mhm. Und kurze Zeit später, heute war nämlich zweimal Alarmierung, war da noch ein Verkehrsunfall in Linte, wo sie mit einsatztechnisch unterwegs waren. Ich hoffe, ihr habt tagsüber genug Leute. Gut, das war's. Wir wünschen euch einen schönen Montag. Wir könnten ja jetzt die Sendung auf 25 Stunden hoch züchten, wenn wir uns darüber unterhalten würden, was uns alles zurzeit nervt, so richtig. Genau, Maifeier gibt's nicht. Maifeier gibt's nicht. Waldbadlauf gibt's nicht. Auch nicht. Sommer fällt aus. Sommer fällt auch aus, ja. Wetter wird nicht. Waldbad macht nicht auf. Saisonstart gibt's nicht. Gibt es überhaupt was? Wir würden sofort aufmachen. Bleibt mal alles zu. Außerdem habe ich gehört, es soll jetzt eine neue Kanzler-Doppelspitze geben. Ja, uns. Uns. Wir haben diesen, jetzt, wir lassen uns jetzt. Diesen Geschiss, den haben wir ganz langsam satt. Machst du Fernseher an, wer soll Kanzler werden? Und der eine streitet sich mit dem anderen. Ja, der eine sagt, ich bin eine Frau, ich muss als Erster. Da sagt der andere, okay, dann gehst du, weil du eine Frau bist. Aber das ist halt als Erstende. Seiende. Eine Frau seiende. Hier. Ja. Nee, wie? Hier. Und der andere, der ist, ich bin der harte Kerl. Ich bin der harte Kerl. Jetzt ich bin der Urenkel von Karl dem Großen. Ja. Machen das jetzt. Ich will. Wir machen das jetzt. Wir zoffen uns nicht mal. Ne? Ach, du kriegst schon hin, das wird lustig. Das wird lustig. Wir mischen dann mal hier so die Bundesrepublik Deutschland mal ein bisschen auf und halten uns mit den Nachbarn ein bisschen friedlicher und dann geht es schon. Gab es noch nie eine Kanzlerspitze aus Borgheide? Das noch nicht, nee. Aber das wäre jetzt, wird mal eine Zeit. Ich glaube, so in dem Alter, wo wir jetzt langsam ran können. Und ich glaube, schlimmer als das, was die da machen. Können wir das auch. Nicht. Nicht. Auch nicht. So, Matze. Impfen. Ich war impfen. Ja, ich bin jetzt geimpft. Bin rein hier einfach in die Praxis und habe gesagt, so, ich möchte jetzt geimpft werden. Ich möchte jetzt meine Impfung. Da ist die Schwester leider kurz nach hinten umgefallen, vor Schreck. Aber ich hatte angerufen. Es war doch nur die Tetanus. Die Schwester? Das sagt man nicht mehr. Raus. Nee, da raus. Darf man nicht mehr sagen, weil der Bruder ist ja auch nie da. Naja, aber sie hatten schon ein bisschen Stress. Also ich glaube, vorne in der Arztpraxis geht es jetzt auch so ein bisschen mit dem Impfen los. Und dann dann hat uns noch eine Nachricht erreicht oder Lutze am Telefon. Genau, und zwar wurde mir mitgeteilt, dass ich 60-Jährige jetzt, also ab 60 jetzt auch impfen lassen dürfen können wollen, aber nicht über die normalen Impfzentren, sondern also nicht über die Buchung, sondern hier Belitz, Lenin, also Potsdam-Mittelmark, nee, wo ist das jetzt? Lenin. Muss man mal im Internet ein bisschen nachlesen. Wir hatten ja vorhin, ne? Lenin war das gewesen, wo in Belzig. Ich glaube, ich habe es in der Ärztezeitung gelesen, ärztezeitung.de oder so. Kann man sich mal ein bisschen informieren. Also, wo Impfungen stattfinden und dann einfach mal anrufen und gucken, ob man einen Termin kriegt, wenn man sich denn impfen lassen möchte. Ja. Es gibt auch eine Impfhotline in Belzig, glaube ich. In Borgheide konnte man sich wieder testen lassen. Das läuft gerade noch. Heute Morgen war Nebel, die Sonne scheint gerade ein bisschen. Ich war noch nicht joggen. Hast gestern war schönes Sonntagswetter, hatten wir gestern Couchwetter. Ja, Potato-Wetter. Aber ich war auch zweimal in der Sonne draußen. Was für ein beschissenes Wetter hast du wieder für diese Woche bestellt? Diese Woche. Och. Guck mal hier, Regen. Ich bin ja im April gebunden. Ich kann im April ja kein Wetter machen. Das Aprilwetter ist durchwachsen durcheinander. Hm. Und wie du siehst. Die geht aber nicht hoch. Guck da mal hier. Wir sind da schon wieder hier kurz vor der Frostgrenze hier. Ja. Und? Der ist kalt. Aber nicht runter. So. Mir gefällt das Wetter auch nicht, willst du machen? Habe ich doch gesagt, Wetter gefällt mir auch nicht. Ja. Und das gefällt mir nicht und das nicht und macht alles. Bist du maulig heute ein bisschen? Ja, das macht mir keinen Spaß mehr. Ich habe die Schnauze voll, ehrlich. Nee, man kommt nicht mehr raus, man kriegt nur Halbseiten. Das reicht. Nein, wir wollten das Thema nicht, fangen wir auch dran. Kein Wunder, wenn hier langsam irgendwann mal der Busch brennt. Nervt. Ja, aber wirklich. Immerhin. Okay. Ich war jetzt abends um 11 joggen. So. Ja, du darfst ja nicht mehr. Doch, darfst jetzt wieder. Ach, du darfst wieder? Natürlich. Komm, hör auf, Junge. Nur nach 0 Uhr nicht. Nach 0 Uhr ist der Virus aktiv. Wie lange darfst du jetzt?
Meinst du das ernst oder was? Ja, du darfst jetzt von 22 bis 0 Uhr darfst du doch wieder joggen gehen, weil das. Rinnende Kartoffeln, raus aus der Kartoffeln. Und dann, wo kommen denn die Schlauheiten immer her? Ja, aus der Lockdown-Fabrik. Mhm. Wir sind wieder beim Thema gelandet. Schluss jetzt. Mhm. Ja, wie gesagt, das Wetter die Woche noch so ein bisschen durchwachsen. Anfang der Woche ein bisschen wärmer, Richtung Ende der Woche. Freitag noch mal ein bisschen weniger Sonne. Aber der Regen verschwindet. Morgen vielleicht noch mal ein Liter pro Quadratmeter höchstens. Aber gestern hat es auch zweimal schön gedonnert. Hast du das gehört? Nee. Bei mir hat es richtig rumpelt zu Hause. Bei mir hat es nicht gedonnert. Ja, doch. Das ist aber hinten lang gezogen. Nördlich. Aber auch nur ganz kurz. Hat es dann geregnet hat gestern, weißt du noch? Hat es geregnet gestern? Ach, das war der Tag, wo du im Bett geblieben bist. Ja. Ich hab den Heldenstatus erreicht. Was sollst du gestern machen? Gestern war ein Kackenwetter. Ja. Nee. So. Ja, okay, das war es eigentlich schon. Wir haben wirklich nichts. Und wenn es so weitergeht, haben wir noch weniger nichts. Und zurückdrehen können wir das Video auch nicht. Wir versuchen mal, die Woche noch rumzukriegen. Und dann gucken wir, was nächsten Montag wird. Ein Montag. Tschüss. Winkel, Winkel. Lutze. Koma. Corona-Macke.